Umverteilung. Würde man die vorhandene Geldmenge gleichmäßig auf alle Menschen verteilen, gäbe es weder Reichtum noch Armut. Für manche ein wundervoller Zustand und das Ziel vieler linker Träume. In welchem Geld seinen Sinn verlieren würde, wäre er von Dauer. Denn nur durch die ungleichmäßige Verteilung entstehen Mängel, welche die heute bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse inklusive Lohnarbeit in allen Lohnklassen schaffen. Der Zustand der gleichmäßigen Geldverteilung wurde übrigens bei der Währungsreform 1948 in Deutschland angestrebt. Jeder Bürger bekam 40 D-Mark als Startgeld. Eine absolute Gleichmäßigkeit war aber ökonomisch weder möglich noch sinnvoll. Zum Beispiel, weil Betriebe Löhne zahlen bzw. Arbeitskraft einkaufen mussten. Er ist also vollkommen hypothetisch und nicht erreichbar. Er dient hier nur zur Veranschaulichung der Mechanismen innerhalb eines Geldsystems. Wie angedeutet, würde dieser Zustand auch nicht lange anhalten. Binnen kurzer Zeit wäre die Gleichmäßigkeit aufgehoben, weil sich Menschen in einer monetär basierten Güterverteilung über den Kauf von Waren versorgen. Im Beitrag Wertverschiebung wurde dargestellt, wie sich dadurch das Geld vielen Menschen entzieht und wenigen zufließt. Bereits durch den ersten Kauf in dieser extremen Situation wäre die absolute Gleichmäßigkeit dahin. Und mit jedem weiteren Kauf einer Ware würde sich das Verhältnis nach und nach, Cent für Cent, weiter den heutigen Verhältnissen nähern. Allein durch den permanenten und massenhaften Kauf und Verkauf von Waren ergibt sich ein gerichteter Geldstrom, der von vielen zu wenigen fließt. Dadurch entstehen Armut und Reichtum. Das wurde in den vergangenen Beiträgen hoffentlich ausreichend dargestellt. Andernfalls nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion und schreiben mir, was genau ich deutlicher herausarbeiten muss. Vorschläge. Die meisten Lösungsangebote zur Aufhebung dieser sehr einseitigen Verhältnisse liegen in Umverteilungen. Die Reichen sollen von ihrem Reichtum etwas abgeben, so die Forderung. Bei dieser werden zwei Dinge deutlich. Erstens, die sogenannten Reichen bestimmen die Regeln, nach denen das Geld verteilt wird. Sie werden diese nicht freiwillig ändern. Zweitens, ein anderer, kleinerer Teil weiß um die Zusammenhänge, er weiß, dass ihr Reichtum auf einer Reihe von Täuschungen beruht und wird diese nicht zugeben. Ein großer Teil dieser Reichen ist der Meinung, sie haben ihren Reichtum nach den aktuell geltenden Regeln der herrschenden Wirtschaftssysteme legal erworben und verdient. Würde man diese Regeln ändern, würden sich diese ungerecht behandelt und zurückgesetzt fühlen. Daher werden sie das nicht tun. Denn nach ihrer Meinung steht ihnen ihr Reichtum, aus welchen Gründen auch immer, rechtmäßig zu. Daher ist dieser größere Teil der Oberschicht empört, wenn die unteren Schichten eine Besteuerung verlangen, egal wie gering sie ausfallen mag. Da sie mittels Geld auch die Macht haben, diese Regeln zu gestalten, mit denen ihr Reichtum legalisiert wird, ist damit der Kreis geschlossen. Das versteht aber nur ein kleinerer Teil.
Wir haben hier eine sehr tiefe Spaltung zwischen mindestens zwei Menschengruppen, über die sich wieder andere freuen, da diese Spaltung ihnen weitere Macht verleiht. Umverteilungen finden sogar statt, wenn auch nicht von den obersten Schichten, sondern wenn, dann höchstens von der oberen Mittelschicht oder, deutlich häufiger, von den unteren Mittelschichten bis zu den Unterschichten. Letztere bekommen dann ihre eigenen Gelder zurück, die sie als Steuer gezahlt haben. Vom Staat als Wohltäter natürlich. Aber wie sehen solche Umverteilungen denn aus? Fantasieren wir mal. Einmalige Umverteilung. Es gilt folgende Vereinbarung. Ab einer bestimmten Vermögensgröße oder Einkommenshöhe muss dessen Eigentümer einmalig einen bestimmten Prozentsatz abgeben. Die Summe wird gesammelt und an Menschen unter einer bestimmten Vermögensgröße oder Einkommenshöhe verteilt. Zum Beispiel in Bonuszahlungen für die Lebenshaltungskosten. Was würde passieren? Bei Menschen mit geringerem Einkommen entsteht regelmäßig ein gewisser Anschaffungsstau. Das bedeutet, Ausgaben, die getätigt werden müssten, werden aufgeschoben. Das müssen nicht immer weltbewegende Dinge sein. Das kann der Ersatz abgetragener Kleidung sein, der Ersatz verschlissener Möbel, die schon lange in Gebrauch sind, Austausch defekter Küchengeräte, eine notwendige Reparatur am Fahrzeug oder ähnliche Dinge. Und ja, das äußert sich wahrscheinlich auch in der Anschaffung größerer Bildschirme. Wenn das Geld fehlt, kann man sich keine teuren Theater- oder Konzertkarten kaufen, keine kostenpflichtigen Bildungsangebote annehmen oder reisen. Auch mit Freunden unterwegs zu sein, ist schwierig. Also konsumiert man das anspruchslose, aber einseitig meinungsbildende Programm der großen Medienkonzerne. Und das soll dann selbstverständlich in bestmöglicher Qualität geschehen. Mit dem zusätzlichen Geld, welches von den Umverteilungen zufließt, wird zunächst, nicht ausschließlich, aber tendenziös vermehrt, der Anschaffungsstau abgebaut. Das führt zu einer erhöhten Nachfrage im Handel. Diese erhöht gemäß den Gesetzen des freien Marktes die Preise. Damit fließt das Geld erneut nach und nach den Konzernen zu. Vermehrtes Angebot. Die finanzielle Zuwendung bleibt natürlich nicht unbekannt, womit die Ausgaben für Werbung erhöht werden. Zusätzliches Papier und Druckfarbe wird verbraucht und die Produkte daraus landen erst in den Briefkästen, danach im Papiermüll. Die Einnahmen des erhöhten Werbeaufwands landen früher oder später bei Industriekonzernen für Druckfarbe und Papier. Oder in neueren Zeiten bei Unternehmen für die Erstellung und Verbreitung von Online-Werbung. Wo Gewinn zu erwarten ist, tauchen sehr schnell weitere Anbieter auf, was die oben genannten Effekte verstärkt. Irgendwie erinnert das an die Goldgräber in den USA im 17. und 18. Jahrhundert. Nennen wir es daher den Goldgräbereffekt. Ist die Zuwendung aufgebraucht, verringert sich die Nachfrage wieder. Nach den Gesetzen des Marktes, wie sie uns im Bildungsapparat gelehrt werden, sollten die Preise nun auch wieder sinken. Das tun sie aber nicht ganz so schnell, wie sie sich erhöht haben, wenn überhaupt. Schließlich hat sich der Kunde ja an die neuen Preise gewöhnt.
Wie schnell der Preis gegebenenfalls bei den einzelnen Anbietern sinkt, ist unterschiedlich, je nach Ansicht des Anbieters. Manche wollen Konkurrenten unterbieten, andere hoffen noch ein paar Cent mehr Gewinn zu generieren. Sicher ist, der Preisverfall kann bei einigen sogar existenzbedrohend werden, wenn dieser Rückgang nicht berücksichtigt wurde oder werden konnte. Damit können solche Umverteilungen marktbereinigend wirken, wie das harmlos klingend ausgedrückt wird. Größere Unternehmen mit mehr Rückhalt können die Situation ausnutzen, um kleinere, schwächere Rivalen zu vernichten oder zu fressen. So tobt eine Konkurrenzschlacht, welche mit dem Begriff Marktbereinigung umschrieben wird und ein völlig normaler Vorgang in der freien Marktwirtschaft ist, auch wenn die betroffenen Betriebe dabei jammern. Die Sparer. Aber nicht alles Geld wird ausgegeben. Wer kann, wird das Geld für einen späteren Zweck oder schlechtere Zeiten sparen. Auch wenn es nur ein geringer Anteil ist und es früher oder später wieder in Umlauf kommt, dieses fehlende Geld stört einige der Geldaktionisten. Denn gespartes Geld, das vielleicht noch bei einem Geldinstitut liegt, ist nicht in Umlauf und dient, wie einige Ökonomen meinen, nicht der Allgemeinheit. Nur zirkulierendes Geld, das also durch Kauf und Verkauf permanent in Bewegung ist, trägt zum Wirtschaftswachstum bei. Wirtschaftswachstum ist aber nur ein anderer Ausdruck für das Wachstum der monetären Vermögen von Vermögenden. Es ist damit zwangsläufig auch Ausdruck für die weitere Verarmung auf der anderen Seite. Auch gespartes Geld stellt eine Verpflichtung der Bank gegenüber dem Kunden dar, die damit jedoch genauso arbeitet wie mit einem Kredit. Bei Zinsen im Hundertstelbereich wird die Masse der Kleinsparer das Geld jedoch kaum wegen der Zinsen anlegen. Dafür gibt es von der Bank ausreichend andere Angebote bei entsprechender Einlagehöhe. Damit wird klar, dass gespartes Geld durchaus der Wirtschaft dient, eben nur nicht denjenigen, die sich über gespartes Geld beschweren. Also Anbieter nicht monetärer Produkte und Dienstleistungen. Vielleicht wird langsam deutlich, dass in einem Geldsystem jeder sich selbst der Nächste ist. Somit hat Geld nichts Verbindendes, sondern spaltet. Und es sollte sichtbar werden, dass eine einmalige Umverteilung das Geld recht zügig zu denen führt, von denen es ja genommen werden sollte, und dabei noch deren Konkurrenten ausschalten kann. Die erhöhten Preise sinken mehr oder weniger zögerlich, eher aber gar nicht. Mangels Alternativen wird damit jenen, die wenig besitzen, noch schneller, noch mehr Geld entzogen als zuvor. Damit ist das Ziel, die Verhältnisse auszugleichen und die Armut zu mildern, mehr als verfehlt. Ein Ausgleich hat auf keinen Fall stattgefunden. Und als Lösung der nicht funktionierenden Umverteilung wird der Ruf nach einer Erhöhung der Umverteilung laut, die in immer kürzeren Abständen erfolgen müsste. Damit entspricht das Ergebnis ganz und gar nicht dem, was sich Anhänger von Umverteilungen zur sogenannten gerechteren Vermögensverteilung vorgestellt haben. Aber vielleicht hilft ja eine dauerhafte Umverteilung, ein Grundeinkommen. Behandeln wir das im zweiten Teil. Danke fürs Zuhören.